Das Lied vom Lebensvogel, ein ganz, ganz, ganz bekanntes Lied von Walter Mossmann. Und zwar hat er das für Gorleben geschrieben. Ihr wisst vielleicht alle, Gorleben war lange Zeit der Standort oder sollte der Standort sein für das Endlager in Deutschland. Das ist jetzt raus. Das ist klasse. Nicht klasse ist, dass wir nicht wissen, wohin damit. Und wenn ich mir Bilder angucke, ich habe letztens noch mal einen Vortrag von Wladimir Sliwiak gesehen, der war in Krefeld, hat noch mal einen Vortrag gehalten. Wenn ich mir angucke, wie diese offenen Waggons in Russland rumstehen, viele, viele Kilometer lang, dann wird mir ziemlich schlecht. Ja. Neben den Dörfern, mitten in den Dörfern, es werden Dörfer als Closed Cities gehandelt. Das sind nicht nur Dörfer, das sind Städte von 15.000 bis 90.000 Einwohnern, die komplett eingezäunt sind, in denen dieser Müll verarbeitet wird. Und zwar kommt der wirklich aus ganz Europa. Da, wo die Elbe rauskommt aus dem Zaun, der unter Strom steht und schießt. Da, wo die Elbenzaun lang durch die grüne Stille fließt. Wo hinterm Deich der Wald liegt, auf den Wiesen stehen ein paar Kühe rum mit Milchgesicht, auch Vögel sind noch da. Der Fiederhopf, der Kranich und Familie Adebar. Dort fahr ich hin und bin doch kein Tourist. Ich bin auch nicht die Erste. Vor mir ist dort eine Bande zugereist, die auf die grüne Stille und die bunten Vögel scheißt. Sehr feine Herren im Anzug mit Computerblick. Für die ist alles Leben nur ein unbehauenes Stück, aus dem man blanke Münze schlägt, Zerstörung bleibt zurück. Der Tod, der heutzutage Entsorgung heißt. So sing doch, Vogel, sing, das Gorleben lebt, dass dort der Totengräber seine eigene Grube gräbt. Ein Giftmüll soll versteckt werden im Salz der Erde unter dem Land. Und für die Giftfabrik braucht es ein leeres Land am Rand. Die Mafia hat gebetet um ein Boden ohne Wert. Der liebe Gott hat das Gebet der Mafia erhört. Sein Feuer hat ein paar Wälder hinter Gorleben zerstört. Mein Gott kam der gelegen, dieser Brand. Der Rauch hat sich verzogen. Kein Kläger und kein Richter ist nicht da. So geht es eben, wenn der Biedermann Brandstifter war. Doch viele Leute haben den Zusammenhang geschnallt. Wir trafen uns zum ersten Mal im verbrannten Wald und haben angeklagt die herrschende Gewalt. Und Asche trug dann jeder heim im Haar. So sing doch, Vogel, sing, das Gorleben lebt. Dass dort der Totengräber seine eigene Grube gräbt. Schaut euch mal zwischen Gorleben und Gartow diesen Platz heute an. Mensch, tut das gut zu sehen, was unser Eins aufbauen kann. Hier lag verkohltes Holz, wo jetzt die kleinen Bäumchen sind. Schau in der Luft die Räder, die fangen sich den Wind. Und auf dem großen Spielplatz spürt ein jedes Kind, die Lebenslust ist Grund für Widerstand. So ein Paragraphenreiter, so eine Lügensau sagt uns jetzt, wir hätten ein Gesetz von wegen Landschaftsschutz verletzt. Ein Spielplatz für die Kinder stört die Landschaftsharmonie. Dagegen passt harmonisch die Plutoniumindustrie. In das geschützte Land, so redet die Bürokratie und macht aus den Gesetzen ein Geschwätz. So sing doch, Vogel, sing, das Gorleben lebt.
dass dort der Totengräber seine eigene Grube gräbt. Sie trommeln uns die Ohren voll. Sie wären unaufhaltsam. Und trotzdem kommt es, glaub ich, auch an unser Tutun an. Wann explodiert im DWK-Büro ein Wespennest? Wann kommt bei Nacht abhanden, was nicht nied- und nagelfest auf der Baustelle rumliegt, alles schon mal da gewesen? Mit Witzen fängt die Sabotage an. Ach ja, wir sehen seit Kalka, wie sie ihren Polizeistaat probieren. Und trotzdem werden wir, sobald es losgeht, demonstrieren. Wir schreien unsere Lieder in die Friedhofsruh, breitwauchtes warme Kleider und feste, schnelle Schuh. Noch sind die Straßen offen, bald stopfen wir sie zu. Wenn wir's nur wollen, wir können sie blockieren. So sing doch, Vogel, sing, das Chorleben lebt. Dass dort der Totengräber seine eigene Grube gräbt. Da, wo die Elbe rauskommt aus dem Zaun, der unter Strom steht und schießt. Da, wo die Elbenzaun lang durch die grüne Stille fließt, steht 33 Jahre, viel zu lange schon, eine zerbrochene Brücke als Sinnbild der Region, wo rechts und links und Wasser verwandte Menschen wohnen, für die der Fluss so breit wie ein Weltmeer ist. Da denke ich an den Oberrhein, die Grenze zwischen Wiel und Markolzheim. Warum soll so ein Zusammenschluss hier ausgeschlossen sein? Die Herren in Ost und West spielen mit uns dasselbe Spiel. Und unter unseren Füßen brennt derselbe heiße Müll. Und doch sind uns die Nachbarn drüben fremd, das Land ist still. Noch ist es still. So sing doch, Vogel, sing, das Chorleben lebt. Dass dort der Totengräber seine eigene Grube gräbt. Ja, und wir hoffen natürlich alle, dass sich Lützerath daran anschließt, an die Orte, die Erfolg hatten in ihrem Protest. Auch Wiel, was hier genannt wurde in dem Lied, ist nie fertiggestellt worden, also gar nicht gebaut worden. Und ich denke, es gibt Erfolge zwischendurch immer wieder mal und wir glauben an unseren.